Unsere Themen am Donnerstag. Innenstadt-Event Guten Morgen Cottbus zieht positive Bilanz. Junge Filmemacher stellen sich dem Thema Zivilcourage. Und viel Verwirrung um die spanische Fliege im Staatstheater. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Australian Summer im Mosquito vom 4. Oktober bis 13. November. Frisch aus der Küche, Känguru Surf and Turf. Mit Kängurufilet, gegrillter Garnele, Papayasauce, Grillgemüse und Kartoffelscheiben. Straußencurry mit australischem Wokgemüse und Kräuterreis. Outback Combo mit Steaks vom Krokodil, Strauß und Känguru. Red Snapper Filet mit Limonen, Kokossoße, gelber und schwarzer Tagliatelle sowie Papaya. Aussie Slamp Burger mit Senfbohnen, Bacon und Pommes frites. Mosquito, enjoy the sunshine. Herzlich willkommen zu LTV aktuell am Donnerstag. Mit einem Volksentscheid will die Brandenburger Opposition die von der rot-roten Landesregierung geplante Kreisgebietsreform in letzter Sekunde verhindern. CDU, BVB, Freie Wähler und FDP wollen mit ihrer Initiative erreichen, dass alle 14 Landkreise und 4 kreisfreien Städte erhalten bleiben. Dagegen will Rot-Rot die Zahl der Landkreise auf 9 reduzieren. Nur die Landeshauptstadt Potsdam soll kreisfrei bleiben. Im ersten Schritt müssen 20.000 Bürger die Volksinitiative unterschreiben. Dann könnte ein Volksbegehren folgen, für das 80.000 Unterschriften notwendig sind. Was man angefangen hat, sollte man auch zu Ende bringen. Für die Macher von Guten Morgen Cottbus war das nicht immer leicht. Aber sie haben es geschafft. Eine Bilanz. Wir haben manchmal die Hoffnung verloren. Ob Gesang, Tanz oder eine Vorlesung. Bei Guten Morgen Cottbus ist alles erlaubt. Am Samstag gibt es ab 10.30 Uhr die letzte Auflage in dieser Saison. Die Veranstalter Ronny Schröter und Benjamin Andriske haben mit dem Erfolg zu Beginn vor anderthalb Jahren nicht gerechnet. Diese Saison haben wir gemerkt, dass sich ein Stammpublikum etabliert hatte und dazu auch immer mehr Leute kommen. Also auch viele Leute bleiben stehen auf dem Heronplatz hier, wenn sie vorbeigehen und gucken sich das an und sind begeistert, nehmen Flyer mit. Und dadurch wird die Basis immer, immer größer. Wir hatten früher ja mal so Veranstaltungen, da waren teilweise nur 5 Leute da, manchmal aber auch 50, manchmal auch 150. Dieses Jahr haben wir teilweise auch Veranstaltungen gehabt, also wenn ich grob durchgeschätzt habe, waren wir bei 400, 500 Gästen. Und das ist natürlich ein absoluter Erfolg und das zeigt uns, dass wir hier an dieser Stelle genau das Richtige machen. Newcomer oder alte Hasen. Die Auswahl an den Künstlern ist vielfältig. Einzige Voraussetzung, sie müssen aus der Region kommen. Ziel ist es, die Innenstadt am Samstagvormittag zu beleben. Buchhändlerin Elgin Madaus kann das nur bestätigen. Wir finden die Aktion toll. Sie bringt uns viele zusätzliche Kunden in den Laden. Wir finden es auch für die Stadt toll, dass Vereine vorgestellt werden. Und wir haben auch Spaß an der Musik. Und an dem Schauspiel, was draußen, können auch ab und zu mal schauen. Also für uns ist es echt ein Gewinn. David Vogel trifft mit den Veranstaltern die letzten Absprachen. Er wird am Samstag mit dem Männerquartett Cantando hier auftreten. Unter dem Namen Cantando verbirgt sich einfach 4 Sänger, 4 Sängerfreunde, die Spaß am Singen haben. Ich leite dieses Männerquartett, weil ich eben die künstlerische Ausbildung habe dazu. Und ja, wir sind halt Sänger aus der Region, einer aus Lübben, einer aus Lauchhammer, Weißwasser, alles dabei. Und ich Cottbusser. Humorvoll, klassisch und sakral. So geht es bei der 55. Auflage von Guten Morgen Cottbus zu. Aufgrund der kalten Temperaturen dieses Mal wieder im Lesungsraum von Hugendubel. Einen Fahndungserfolg konnte die Cottbuser Polizei am gestrigen Mittwoch verzeichnen. Kurz nach 14 Uhr entdeckten die Beamten auf der A15 einen zuvor in Hamburg gestohlenen VW-Transporter. Er war in Fahrtrichtung Landesgrenze unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Cottbus West und Süd wurde das Fahrzeug durch die Polizei gestoppt. Der 31-jährige ukrainische Fahrer versuchte zu Fuß zu flüchten, was jedoch sofort vereitelt wurde. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Am Transporter entdeckten die Beamten eindeutige Einbruchsspuren. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Zu unseren Innenstadtbaustellen. Eigentlich ist Cottbus derzeit ja damit schon reichlich genug gesegnet. Aber wie heißt es so schön? Ein bisschen was geht immer noch. Die Kurznachrichten. Sandower Straße voll gesperrt.
Die Sandower Straße ist derzeit zwischen Münzstraße und am Spreeufer nicht befahrbar. Der Kanal wird gereinigt und saniert. Die Goethestraße ist deswegen nur über am Spreeufer zu erreichen. Das Einbahnstraßensystem wird dort während der Bauzeit aufgehoben. Am 28. Oktober sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein. Talenttag für Behinderte. Der Behindertensportverband Brandenburg richtet am 12. November einen Talenttag in Cottbus aus. Paralympische Sportler wie Francis Herrmann organisieren den Tag und kümmern sich um den Nachwuchs. Kinder und Erwachsene bis 33 Jahre können mitmachen. In den Sportarten Schwimmen, Radsport und Leichtathletik können sich die Teilnehmer beweisen. Monster Trucks rollen über Viehmarkt. Die Geschwister Korthoff zeigen am Wochenende ihre Stuntshow Dynamit auf Rädern. Dabei gibt es Motorradspringe über Rampen und Stunts mit Pkw und den Monster Trucks. Die Show startet am Samstag um 16 und am Sonntag um 11 Uhr. Erwachsene zahlen 18 Euro Eintritt. Vom 7. bis zum 11. November gibt es bei den Registerabteilungen des Amtsgerichts Cottbus eine Softwareumstellung. Aus diesem Grund kann in dieser Zeit kein Publikumsverkehr durchgeführt werden. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die Arbeitsfähigkeit der Abteilungen am 14. November im Laufe des Tages wiederhergestellt wird. Für junge Leute ist es immer noch eines der faszinierendsten Medien überhaupt, der Film. Viele von ihnen träumen davon, irgendwann einmal vor oder hinter der Kamera zu arbeiten. Der Weg dahin ist nicht immer einfach. Je zeitiger man damit anfängt, umso besser. Erik Schiesko hat ein neues Projekt. Doch eigentlich ist es nicht seins, sondern das seiner 10 Schützlinge. Sie wollen einen Film drehen. Und das ist gar nicht so leicht. An Equipment mangelt es jedenfalls nicht. Doch erstmal muss eine gute Geschichte her. Die haben sie zusammen entwickelt. Dabei soll es um Zivilcourage gehen. Ein großes und schwieriges Thema findet auch Christoph Pech. Er hat mit am Drehbuch geschrieben und übernimmt auch eine Hauptrolle. Die schwierigste Herausforderung war auf alle Fälle, das Drehbuch zu schreiben. Wir haben das ja insgesamt zu viert gemacht und die ganzen Ideen eingearbeitet. Und dann halt den ganzen Text zu machen, dass es auch nicht unbedingt gestellt klingt, das ist schon relativ schwierig, das alles so zu machen. Das Drehbuch steht bereits. Die ersten Aufnahmen sind im Kasten, die ersten 10 sind bereit für den Schnitt. Außerdem haben sie auch Zeitzeugen interviewt. Sie arbeiten mit dem Menschenrechtszentrum zusammen. Deswegen auch das Thema Zivilcourage. Den frischen Filmemachern ist eines ganz besonders wichtig. Ihr Film soll Witz haben und bloß nicht langweilen. Wir haben halt uns gedacht, dass wir das in dem Film so ein bisschen als Schulaufgabe verpacken. Und zwar kriegt halt ein Schüler eine Schulaufgabe und dann verfolgt man sozusagen seinen Gedankengang. Und das wird dann halt ein bisschen witzig dargestellt mit Hilfe von Helden bzw. auch den Lester-Schwestern. Also es sind Civi-Man und die Lester-Schwestern. Eine Superheldengeschichte also, das passt ja. Die jungen Filmemacher müssen sich allerdings ranhalten, denn schon morgen soll der Film fertig sein. Bis dahin ist noch eine Menge zu tun, also ab ans Set. Im Skandale drehen sie eine Barszene. Hier trifft Civi-Man zum ersten Mal auf die Lester-Schwestern. Erik Schiesko gibt noch letzte Tipps. Für den Rest sind die Filmemacher selbstverantwortlich. Und dann am Ende gucken wir gemeinsam zusammen, wie kann man daraus einen Film machen, der irgendwie was erzählt, der rund ist und witzig ist. Weil das war das Ziel, dass es ein humorvoller, interessanter Film ist, der auch den Jugendlichen im Alter das Thema Zivilcourage näher bringt. Also Licht, Ton, Kamera und Action. Denn morgen soll alles fertig sein. Dann feiert der Film im Menschenrechtszentrum Premiere. Und wenn er am Ende richtig gut ist, reichen die Macher ihn vielleicht beim Cottbuser Filmfestival ein. Und vielleicht haben Sie dort die Gelegenheit, sich den fertigen Film einmal anzusehen. Es gibt wohl niemanden, der noch nicht von den sagenhaften Eigenschaften der spanischen Fliege gehört hat. Früher wurde aus dem Insekt ein Potenzmittel gewonnen. Ein zu viel davon führte allerdings schnell zu Exitus. Für reichlich Turbulenzen in einer sittsamen Familie sorgte aber auch eine Tänzerin, die nicht ganz umsonst den Namen dieser Wunderfliege trug. Mostrich-Fabrikant Ludwig Klinke hat mehrere Probleme. Zum einen wäre da seine Tochter. Die hat sich ausgerechnet in den Anwalt verliebt, gegen den Klinke gerade ein Verfahren führt. Eine Vermählung mit diesem Mann kommt für Klinke nicht in Frage. Nun kommt aber Problem 2 ins Spiel. Klinke hatte vor 25 Jahren ein Verhältnis mit einer Tänzerin, genannt die spanische Fliege. Dieser Affäre entsprang ein Sohn und genau das hat der Anwalt nun herausgefunden.
Er erpresst Klinke damit. Der hat nämlich ein drittes Problem, seine Frau. Wir protestieren gegen außerehelichen Geschlechtsverkehr! Die ist ausgerechnet Vorsitzende des Vereins zur Hebung der Sittlichkeit und auf der Jagd nach allen Ehesündern. Das Schauspiel Die spanische Fliege ist die erste große Komödie des Staatstheaters in der neuen Spielzeit. Regisseur Mario Holicek hat sich dafür von großen Stummfilmklassikern inspirieren lassen. Es gibt viel Slapstick nach dem Vorbild der Marx Brothers, Buster Keaton oder Charlie Chaplin. Ich habe eine ganz große Vorliebe, besonders eben für die Marx Brothers. Und deswegen war so die Idee, dass wir das Ganze einfach so weit treiben, dass es fast wie eine Zirkusveranstaltung ist. Das heißt, dass die Figuren durch die Gegend fliegen, sich mit Kissen bewerfen, gleichzeitig aber ganz existenziell spielen, weil es geht halt um Liebe, es geht um Glauben in der Hoffnung, dass man halt, dass es nicht rauskommt, dass man ein Kind oder dass man fremdgegangen ist. Und ja, da wir hatten Hamlet gemacht und danach waren alle total glücklich, dass wir einfach ein Stück machen können, wo wir ganz viel Slapstick rumblödeln, komödiantische Sachen machen können. Und da waren wir alle sehr happy. Die vielleicht entscheidenden Akzente des Stücks werden aber nicht auf der Bühne gemacht, sondern daneben. Die beiden Musiker Tobias Dutschke und Dietrich Petzold runden mit ihrem Arsenal an Instrumenten und Alltagsgegenständen die Slapstick ab. So wird etwa aus einem Pürierstab kurzerhand ein Staubsauger. Proben dienen dazu, dass man das herausfindet, was günstig ist zu verwenden und wie es zu verwenden ist und vor allem, dass man eine gemeinsame Rhythmik findet. Der Staubsauger war eine Erfindung von meinem Kollegen Tobias Dutschke, wo ich heilglücklich bin, dass der dabei ist. Aber es ist tatsächlich tückisch, man muss ungeheuer dran sein. Das ist bei dieser Art von Slapstick-Mickey-Mousing, nennen wir das unter Musikern manchmal selbstironisch, ist das unheimlich eine Konzentrationsfrage. Bunte Kostüme, überzeichnete Charaktere, Slapstick auf einem riesigen Bühnenbett. Da während der Proben ernst zu bleiben, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Zum Glück wollte Regisseur Holicek genau solch eine lockere Atmosphäre für seine Arbeit haben. Meine Arbeitsweise ist eigentlich so, dass ich eine offene, herzliche Arbeitsweise schaffe. Das heißt, dass wir also viel lachen, ausprobieren. Ich habe dann im Prinzip also meine großen Bilder, was ich erzählen will, schon fertig. Und darin versuche ich dann meine Schauspieler zu inspirieren. Und ich habe eine ganz tolle Truppe, weil die angesteckt dadurch bringen sie immer wieder neue Ideen rein. Und das ist halt wie ein Geben und Nehmen. Das heißt, dadurch ist es auch so, diese Proben sind nie langweilig gewesen. Das merkt man dem Stück an. Die spanische Fliege ist eine herrlich bunte Komödie mit vielen Verzwickungen und jeder Menge Situationskomik. Die nächste Aufführung gibt es übrigens am 6. November. Sie haben also noch eine ganze Weile Zeit, sich in aller Ruhe die Karte zu besorgen und vielleicht zum Ausklang des Abends einen Tisch im Restaurant zu bestellen. Auch unsere Sendung klingt langsam aus. Gleich nach dem Wetter sehen Sie noch eine neue Ausgabe unserer Reihe Augenblick mal. Heute spricht Pfarrer Hinrich Müller zu Ihnen. Bleiben Sie also noch dran. Wir sehen uns morgen dann wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Nur 69 Euro für die Philips Senseo Viva Café. Das ist unser Expertenangebot der Woche. Der Klassiker unter den Kaffee-Pet-Maschinen ist jetzt dank der Senseo Coffee Boost Technologie noch besser. Und damit ihr direkt genießen könnt, sind bei diesem Angebot 200 Kaffee-Pets gratis dabei. Intensiver Geschmack und volles Aroma auf Knopfdruck. Die Philips Senseo Viva Kaffee ist mit der neuen Kaffee Boost Technologie ausgestattet. Dabei wird beim Start des Brühvorgangs sofort eine kleine Menge Wasser auf das Pad verteilt, damit sich das Aroma optimal entfalten kann. Dann wird der Kaffee aufgebrüht und zwar so effektiv wie noch nie. Statt bisher nur 5 besitzt die Senseo Viva Kaffee nämlich jetzt 45 Aromadüsen, sodass das Wasser ideal auf den Kaffee im Pad verteilt wird. Das Senseo Pad-System bietet natürlich eine immense Auswahl an verschiedenen Kaffeesorten und Geschmacksrichtungen, sodass für wirklich jeden was dabei ist. Der abnehmbare Wassertank fasst 0,9 Liter, das entspricht etwa 6 Tassen. Der höhenverstellbare Kaffeeauslauf aus poliertem Edelstahl kann dabei auf alle Tassengrößen angepasst werden.
Wer will, kann auch zwei Kaffees gleichzeitig zubereiten, und zwar in weniger als in einer Minute. Wird die Senseo Viva Kaffee länger als 30 Minuten nicht benutzt, schaltet sie sich automatisch ab und spart somit Energie. Aber auch die Wartung und Pflege ist kein Problem. Eine Statusleuchte informiert euch rechtzeitig, wenn die Maschine entkalkt werden muss. Und die abnehmbaren Einzelteile sind alle spülmaschinenfest und können so ganz einfach gereinigt werden. Voller Genuss zum kleinen Preis. Die Senseo Viva Kaffee in Klavierlack Schwarz kostet jetzt nur 69 Euro. Und 200 Kaffeepads sind gratis mit dabei. Erhältlich in allen Expert-Fachmärkten und online auf expert.de. Fühlen Sie sich wie im Urlaub und das direkt vor der Haustür. Edle Aufgüsse und Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Tanken Sie Kraft und Energie in der wunderschönen Saunalandschaft der Lagune Cottbus. In der kommenden Nacht lockert die Bewölkung auf. Regnen wird es kaum noch, allerdings muss in freien Lagen erneut mit Nebel gerechnet werden. Außerdem wird es recht frisch, die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 4 Grad. Am Freitag gibt es nach Nebelauflösung eine wechselnde Bewölkung. Schauer sind selten und mit etwas Glück kommt ab und zu die Sonne raus. Bei schwachem Südostwind steigen die Temperaturen auf 9 bis 11 Grad. Erleben Sie die legendäre Mitternachtssauna thematisch wechselnd jeden zweiten Samstag. Bei wohltuenden Aufgüssen, angenehmer Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten in der Lagune Cottbus. Liebe Zuschauer, da gibt es dieses wichtige Gespräch zwischen Jesus und dem Jünger Petrus. Petrus fragt, wie oft muss ich einem anderen vergeben? Genügt 7-mal? Jesus antwortet, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Gemeint ist nicht, dass man jetzt mitzählen und Buch führen sollte, sondern 70-mal 7-mal steht für unendlich. Also Vergebung immer, ohne Ende. Das verzeihe ich dir nie. Du bist für mich gestorben. Das ist offensichtlich bei Jesus nicht vorgesehen. Warum ist es eigentlich so? Legt Jesus uns Menschen nicht eine unerfüllbare Aufgabe auf die Schultern? Wer kann das denn durchhalten? Andererseits, wenn mir selber Unrecht geschehen ist und mir jemand sehr wehgetan hat und ich so richtig Wut auf jemanden habe, und eigentlich mit demjenigen nichts mehr zu tun haben will. Schluss, aus, erledigt. Aber dann merke ich, das geht gar nicht. Es beschäftigt mich innerlich und die Wut und der innere Zorn werden durch dieses ständige Erinnern wach und groß. Ich komme nicht zur Ruhe. Ich merke, ich habe daran zu tragen. Ich bin nachtragend. Ich trage, nicht der, der mir Unrecht getan hat. Und das ist doch einfach nur blöd. Ich lade mir eine Last auf, während der andere die Sache vielleicht längst beiseite gelegt hat. In solcher Lage merke ich, es geht mir selber besser, wenn ich vergebe. Vergebung ist der erste Schritt, um mir selber eine solche Last vom Hals zu schaffen. Und sie ermöglicht einen Neuanfang, der Raum für befreites Leben öffnet. Liebe Zuschauer, ich finde, dafür lohnt es sich allemal, es mit dem Vergeben zu probieren. Es schafft einfach Lebensqualität.
Und die wünsche ich Ihnen von Herzen. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus vertritt die Interessen von 36.000 Unternehmen in Südbrandenburg gegenüber Politik und Verwaltung. Mit einem umfangreichen Service steht die IHK Unternehmen in allen Phasen zur Seite, von der Gründung über die Zukunftssicherung bis zur Nachfolge. Das Team rund um Geschäftsstellenleiter Mike Bethke bietet Unternehmen im Raum Cottbus und Spreneiße umfassende Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Dein Team, dein Spiel unter fupa.net/Brandenburg. Chino, Zentrum für Bewusstseinsentwicklung. Bewegendes Coaching. Lichtvolle Meditation. Inspirierende Seminare. Impulse für ein bewusstes Leben. Weitere Informationen unter chino-zentrum.de. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Everybody, oh boy, make a big noise. Playing in the streets, gonna be a big man someday. Come out on your face, you big disgrace. Somebody better reach your bag into your place. Come on, buck me up, take a